Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Stray. Wir sind quasi auf der Zielgeraden, was die Story angeht. Und haben jetzt den U-Bahn-Schlüssel, haben die Atombatterie, haben irgendwie alle unsere Freunde außer Balthasar verloren. Aber Balthasar war irgendwie ein Wichser und hat keinen Bock auf uns. I don't know. Und müssen jetzt hier irgendwo die Atombatterie einsetzen. Und daraufhin dann den Zug starten? I don't know. Ich weiß es halt nicht, ne? Also, Gegenstände. Ja. Ja. Gut. Sagst du zum Schlüssel? Ja, aber ich muss doch vorher die Batterie einsetzen, oder nicht? Wo mache ich das? Also... Okay. Okay, wir gehen auch mal in die U-Bahn rein. Gibt es hier nicht irgendwie ein Führerhäuschen? So. Okay, das bringt mich jetzt nicht weiter. Okay, perfekt. Danke dafür. I don't know. Also, I mean, I don't know. Ich weiß nicht, wo ich mit den Batterien soll. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Schlüssel hin soll. Hier muss doch irgendwie ein Kontrollzentrum oder sowas geben, oder? Kann ich das Ding hier irgendwo einsetzen? Hier zum Beispiel. Nö. Ja. Das sieht schon mal sehr hilfreich aus. Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich wirklich in das Führerhäuschen aber rein müssen, den Schlüssel drehen und knallen dann durch die Wand. Das Tor öffnet sich und wir fahren einfach. Niemand weiß wohin, aber wir fahren einfach los. That's it. Also, I mean, ich weiß ja keiner, wo es hingeht. Okay, wir fahren einfach drauf los. Kann ich vielleicht das Tor öffnen? Nee, das Tor öffnet sich von alleine, okay. Na dann, Jungs, alles einsteigen. Das läuft eine wilde Fahrt. Tatsächlich noch ein Kapitel. Oh, der Kontrollraum. Ja, der Kontrollraum werden wir dann wahrscheinlich die Stadt öffnen müssen, ja. Aber erstmal müssen wir jetzt hier irgendwo einkommen. Und um ehrlich zu sein, das hätten wir auch mit Clementine geschafft. Hätte das Tor von innen zu ihm gemacht, wäre schnell mit runtergerannt. Dann hätten wir es auch geschafft. Huh. Hier gibt es Roboter? Die sehen so normal aus. Das sind hier oben noch Gehilfe. Gibt's doch. Da muss es doch noch Menschen geben, oder? Na wohl. Aber wenn der Gehilfe heißt. Ja, Erinnerung. Gibt's hier noch eine? Ja, die hier. Okay, ich habe echt viele vergessen. Also nicht vergessen, aber nicht gefunden, ne? Das sind halt tatsächlich das alles Gehilfen, ne? Mauerstadt 99. Was? Hallo? Ja, da ist ein Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig. Okay. Heißen die alle 211? Oder habe ich mich gerade bloß verguckt? Auf jeden Fall sind wir ganz oben, ne? Also, das haben wir aus den Slums raus gesehen, diese Kreise. Ah, yo. Alter. Das ist schon echt heftig, ne? So. Und wie machen wir jetzt hier die Stadt aus? Muss ich irgendwie einen übelsten Kontrollraum? Das sieht ganz gut aus. Steht auch riesengroß in Rot Kontrollraum dran, also. Ach nee, komm. Den nehmen wir gleich mal direkt mit. Aha.
ausziehen könnte. Woher soll ich ihn investieren denn? Deswegen parken wir erstmal nochmal. Deswegen parken wir doch nicht nochmal. Ach komm. Hey. Ach, der parkt halt straight von alleine hier. Ist ja cool. Jetzt kann ich hier nichts machen, oder was? Wie? Was? Was soll ich noch sagen? Jetzt muss ich bestimmt hier rüber. Und die Kabel zerstören. Ach, guck an. Professionelle Hacker. Also Menschen scheinen es halt tatsächlich nicht mehr zu geben. Wäre auch komisch gewesen, dass dann da unten so ein Hacknack wäre. Ja, erstmal einen Kaffee ziehen. Klage. Der hat schon nicht leicht gehabt, der Kollege, ja? Also. So. Wir müssen jetzt die Stadt öffnen. Das machen wir bestimmt hier vorne irgendwo. Gut, dann schaue ich mich mal hier um, was? Muss ich die jetzt alle anmachen? Okay. Ich glaube, I don't know. So, das haben wir schon mal. Müssen sie ja alle online gehen. Wurde mir gesagt. Machen wir. Na, den machen wir auch. Und den hier. Jetzt alle Rechner an. System ist locked. Na, toll. Danke. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Dann. Achso. Nee. Hey, wo muss er denn jetzt hier was tun? Ach, hier ist was. Ich bin mal so frei und mache ja was kaputt, ne? Cool.
Ja, was soll man denn sonst machen? Ich meine, es ist ja keiner hier, der jetzt kommen kann und uns aufhalten kann, ne? Also. Da haben wir noch so ein Ding. Hier können wir nochmal schubsen wahrscheinlich und kommen dann da unten an das Bedienpult ran. Zap, zap, ab. Genau. Dann können wir hier nochmal hacken. Ah. Ich habe so das Gefühl, dass das B12 nicht überleben wird. Nee, definitiv nicht. So, haben wir jetzt noch ein Ding? Wir müssen doch hier irgendwo noch was haben. Das ist, ach da, in der Ecke, genau. Perfekt. Und hier springen wir erstmal hoch. Dann springen wir da hoch. Und dann... Keine Ahnung. Wir müssen da irgendwas kaputt machen wahrscheinlich wieder. Eine Kamera. Moin! Was geht? Muss ich denn jetzt hier hin? Also, hä? Habe ich das übersehen oder bin ich einfach... Hä? Das war aber nichts. Außer Kameras. Ja, die kann ich nicht aufmachen. Das muss ich. Hä? So, da ging was. Ah! Jetzt muss erstmal einer finden. Jetzt können wir das hacken und da wird B12 dann wahrscheinlich so gut wie den Geist aufgeben. Zur Arbeitsstation, die ist ja hier, right? Ja, das ist natürlich jetzt blöd für die kleinen Sorgs, ne? Warum gehen die bei Sonnenlicht aus, hä?
Was können die Leute, also die Leute aus den Slums eigentlich überall hingehen? Weil da keine Sorgs da sind, die irgendwie die noch fressen wollen oder so. Was soll ich schlafen? Wow. Heftig. Sehr heftig. Mich würde halt tatsächlich mal interessieren, wie es außerhalb des Dinges aussieht. Ob man hier wirklich mal nach in die Außenwelt kommt oder ob wir jetzt einfach hier eingesperrt sind. Für was für einen kleinen Teil man eigentlich nur besucht hat, ja? Das war ja für die Katze echt groß, aber es war im Endeffekt nur ein kleiner Teil. Da hinten ist das Kapitel die Dächer. Da wo mein Kopf jetzt ist. Aber warum verschwindet dieses Sorgkram da nicht? Ich dachte, das verbrennt jetzt einfach. Was ist eigentlich aus Momo geworden? Lebt der noch? Hat der Weg dort weitergefunden? Ist er zurückgegangen? I don't know. Okay, jetzt ist alles offen. Schotten sind dicht. Okay. So, was tun wir jetzt so? Nicht schlafen. Ich wollte ihn vielleicht mitnehmen, aber es klappt anscheinend nicht. I don't know. I don't know. Kommen wir jetzt hier irgendwie raus? Ah, okay, hier raus. Und dann können wir jetzt, ich weiß es nicht. Was, also, was machen wir denn jetzt so? Also, gibt es hier kein Abspann? Gibt es hier kein irgendwas, damit mir nochmal redet? Oder, hä? Oh. Auch nicht, kein Problem. Ich renne jetzt einfach raus. Ich renne jetzt hier einfach raus. Ja, jetzt muss ich wieder anfangen, wo meine Kumpels gelebt haben. Das sieht halt wirklich genauso aus. Eine Taube, zwei Tauben. Warum ist das jetzt gerade zum Schluss passiert? Warum ist da gerade nochmal Strom angegangen? So, ist das jetzt ein, weiß ich nicht, ein Zeichen für einen möglichen Nachfolger, für, I don't know. Wir sind durch, das war's, that's it. Wir wissen nicht, wie die Außenwelt aussieht, ob es eine Wüste ist, ob es ein Wald ist, wir wissen nichts. Das triggert mich gerade ein bisschen, das triggert mich gerade ziemlich dolle. Ich weiß auch nicht, warum der Strom da angegangen ist, weil der Strom ist ja überall gegangen gewesen. Also ist ja jetzt kein Problem, dass das Strom war. Aber warum haben sie das so explizit nochmal gezeigt? Aber Freunde, das war Stray. 5 Stunden, 2 Minuten, 46 Sekunden gebraucht. Mit einigen Sekunden, erster Walkthrough, mal rumgeguckt, mal gemacht, mal getan. Und ja, mir fehlen ganze 8 Erinnerungen. Und einige Trophäen, aber die werde ich mir jetzt nach und nach mal mit beschäftigen. Jetzt nicht unbedingt auf Krampf hier irgendwas. Es ging ja hier jetzt erstmal eher um den Walkthrough. Das Spiel zu sehen, was, und ich muss sagen,
großartig, macht echt mega Bock, das zu spielen, mega geil. Also ja, kann man nichts anderes sagen. Also wer die Chance hat, so weiter das Spiel zu spielen, sollte es definitiv tun. Und in diesem Sinne bin ich raus. Das war's mit Stray. Macht's gut. Bis zum nicht nächsten Mal. Es gibt kein nächstes Mal mit Stray. Aber bis zum nächsten Game. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde.